So, es geht weiter. Letzte Folge war sehr, sehr anstrengend und lang. Diese Folge wird wieder, glaube ich, ein bisschen kürzer. Und ich hoffe, dass ich jetzt EOS abschließen kann in dieser Folge. Folge 82, wenn ich mich recht erinnere. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Ja, Folge 82. Ich möchte da oben dieses Signal noch verfolgen. Und dann gibt es nicht mehr viel. Nee, da muss ich hin. Dann gibt es nicht mal so viel. Hier ist noch was, das können wir noch schnell mitnehmen. Da, die Kette hat mein Lager aufgeschlagen. Da vorne, das sieht wie ein Konstrukt der Kette aus. Das ist jetzt gar kein Problem, mich mit den Säcken zu beschäftigen. Das ist hier um der Ecke. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Fahre ich denn noch richtig? Yep, ich fahre noch richtig. Ein bisschen vom Weg abgekommen. Das sieht nach CAT-Tag aus. Ich empfange CAT-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Erledigt! Ich merke schon, das wiederholt sich relativ schnell. Gute Arbeit! Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineral. Was habe ich da hinten eigentlich noch markiert? Ach, das ist hier Dingsbums. So, dann haben wir da jetzt mal. Was war das hier in der Ecke noch? Das ist hier der Sterneklappenmüll, ne? Genau, dann fahren wir da jetzt hin. Oh, hier, okay. Mitten im Nirgendwo. Zentrale Position der Kettenüberwachung ist in der Nähe, Pathfinder. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was uns erwartet.
Von einer Konsole in der Nähe. Das könnte der zentrale Datenpunkt sein. Können wir ihn zerstören? Ich empfehle vorher einen Scrambler hochzuladen, damit keine Daten mehr EOS verlassen können. Klingt nach dem Plan. Lana 3. Ein Präzisionsgewehr, oder? Yep. Ich hatte gerade Flackern, das war nicht mein Monitor, sondern kam wieder vom Spiel aus. Die Datenkonsole ist oben. Bitte warten. Oh shit! Feindliche Shuttle im Anflug. Bitte noch mehr Gegner. Frequenz Scrambler hochgeladen. Übertragungen nach und von EOS sind blockiert. Gute Arbeit, Sir. Und jetzt schalten wir dieses Ding aus. Leute müssten jetzt sicher vor der Überwachung durch die Kette sein. Gut, verschwinden wir von hier. Okay, haben wir das auch geschafft. Nice one. Also die Nebenquests, muss man ganz ehrlich gestehen. Das mit dem Boss fand ich cool. Auch wenn der Weg dahin ziemlich anstrengend war. Also was so die Quests angeht. Ansonsten ganz teilweise ganz komische Quests, wie die auch einfach ausgelöst worden sind. Also von den Dialogen her, wo man sich, hey, ich hab da gar nicht mit ihm gesprochen. Und dann hinterher kam dann der Text erst danach.
mein Highlight bis jetzt tatsächlich das mit dem Boss. Das war eine coole Idee. Aber ansonsten, die ganzen Nebenaufgaben sind eher so hingerotzt, ohne wirklich innovativ zu sein. Oder tatsächlich eine Geschichte halbwegs zu erzählen. Das ist echt schade. So, jetzt habe ich das, glaube ich, hinter mir. Dann können wir ja die Drohne noch einsammeln hier oben. Das machen wir mal noch schnell. Schaue ich mir noch mal an. Ah, es sind umgekippter Transporter von den Cat. Okay, dann gucken wir jetzt irgendwie ins Questlog rein oder generell hier einfach mal. Hier oben sind die Scheißdinger zum Abklopfen. Das heißt, das haben wir alles gemacht. Hier könnte ich noch hin. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch als nächstes optional andere Städte untersuchen. Genau, das machen wir jetzt noch. Und dann hier oben die Drohne werde ich noch bergen. Dann mache ich die Schnellreise, dann habe ich das nämlich auch hinter mir. Puh, ist doch mehr als ich dachte, aber es ist so viel Kleinkram. Ich hatte gehofft, dass sie mal wieder mit ihren Nebenaufgaben auch mal Geschichten erzählen, so wie es am Anfang auch war. Nicht hierher zurückzukommen. Das hier war eine harte Lektion für uns. Eine Lektion, die wir nie vergessen dürfen. Heilung ist ein langwieriger Prozess. Aber jetzt im Nachhinein ist es dann doch einfach viel zu viel Scheiße, die gemacht werden muss. Und ja, natürlich muss ich den Scheiß nicht machen. Aber ich möchte es gerne machen. Ich mache es ja trotzdem, ich das Spiel gerne hinter mir haben. Also, was heißt hinter mir? Wenn ich es hinter mir habe, möchte ich gerne zurückblicken, dass ich allen Scheiße gemacht habe. Und ich werde es auf jeden Fall nochmal auf New Game Plus spielen, aber dann mit dem Wissen, diese beängstigenden, langweiligen Nebenaufgaben nicht zu machen. So, hier hinten haben wir noch Mineralien, da ist auch noch ein Gebäude, aber da weiß ich ja inzwischen, dass das einfach nur heiße Luft ist. Genau, und hier hinten ist noch was, das könnten wir vielleicht noch angehen. Da fahren wir jetzt noch schnell hin. Meine Sensoren registrieren Kettechnologie, Pathfinder. Und wieder interessieren sich Tiere für unsere verschwundenen Kisten. Genau wie zuvor. Wir haben Ziele! Wäre.
Die hätten wir. Haben sie hier auch alles weggefressen, wie an den anderen Orten? Sam, laut Scan wurden die Lieferungen so terminiert, dass zu der entsprechenden Zeit niemand hier war. Die Lieferdaten wurden vorsätzlich manipuliert. Möglicherweise, um Konfrontationen während des Diebstahls zu vermeiden. Diebe mit Herzen aus Gold? Für organische Analysen sind mehr Daten erforderlich, Pathfinder. Das heißt, mehr Scannerino. Aber ich spare mir den Weg, weil das hier nämlich gleich hinten ist. Hallo, ich würde mich gerne dahin porten. Ja. Das ist der letzte Ort. Und auch wir haben unsere verschwundenen Kisten Tiere angelockt. Das war's. Die Viecher sind erledigt. Aber wie es aussieht, sind diese Kisten genauso leer gefressen wie die anderen. Pathfinder. Durch die Untersuchung der Vorratslieferungen konnte ich einen möglichen Ursprung der Manipulationen ermitteln. Okay. Der Punkt eines Verstecks. Sehen wir doch mal nach, wer seine Diebstähle derart umsichtig geplant hat. Ich habe die Positionen markiert, Pathfinder. Das heißt, ich kann gar nicht mehr zurückgehen und das denen sagen, oder was? Okay, dann war das jetzt tatsächlich eine Entscheidung, die ich da treffen musste. Bepflanzung, wo ist das jetzt? Die Datenspur, das können wir noch machen. Da oben ist das. Der beschaffene Vorräte, genau da oben. Also ich hätte vorher auch über die Tiere berichten können. Aber wir haben das jetzt mal auf eigene Faust gemacht. Da oben ist das. Das ist aber nicht da, wo ich schon tausendmal war, oder? Pibi, was? Passen Sie auf. Worauf? Auf alles. Ich habe keine Lust, für Sie einzuspringen, nur weil Sie abgelenkt sind. Oh, keine Sorge. Meine Muskeln reagieren blitzschnell. Für mich muss niemand einspringen. Pathfinder, sonst eröffnen wir das Feuer. Wenn Sie diejenigen sind, die diese Diebstähle der Vorratskisten verschleiert haben, glaube ich nicht, dass Sie einen Kampf wollen. Nehmen Sie die Waffen runter und lassen Sie uns reden. Verdammt. Okay, da haben wir. Wir erwarten Sie. Da haben wir die Übeltäter, die die Vorräte an sich genommen. Freut mich, dass Sie sich für eine friedliche Lösung entschieden haben. Wer sind Sie? Chase Gagnon. Ich war früher beim Wartungsdienst. Hören Sie, Sie hatten recht. Wir wollten niemanden verletzen. Deshalb sind wir auch hierher zurückgekommen. Wir wollten keine Gesetzlosen sein. Wir haben Familie auf der Nexus. Aber wir dachten nicht, dass wir willkommen wären. Tan ist nicht gerade versöhnlich und vermutlich haben wir das auch nicht verdient. Sie geben zu, dass Sie Kriminelle waren. Hatten wir denn eine andere Wahl? Verbannung heißt, dass man getötet wird, wenn man wieder zurückkehrt. Aber wir konnten nicht so weiterleben. Wir sind keine Piraten. Wir kamen hierher, um etwas aufzubauen. Alles, was wir tun konnten, war zuzusehen. Zuzusehen, wie Sie etwas aufbauen. Das war zumindest etwas. Wie sind Sie zu dem hier geworden? Zu was? Exilanten? Es gab keine Hoffnung.
Sie müssen das verstehen. Wir dachten, wir würden alle sterben. Aber als wir verbannt wurden, haben wir erkannt, dass es noch schlimmer sein kann. Die Leute sind übereinander hergefallen. Das konnten wir nicht. Also haben wir uns hier draußen versteckt. Und wir dachten vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Pathfinder. Ich kann nicht zulassen, dass Sie so weitermachen. Das wissen Sie. Wir wollen überhaupt nicht weitermachen, Pathfinder. Wir haben es einfach versucht, okay? Wir haben es versucht und alles vermasselt. Das ist keine sonderlich ausgefeilte Rechtfertigung. Soll es auch nicht sein. Wir hatten Angst, wir haben schlimme Dinge getan und wir bereuen es. Kann sein, dass wir Idioten sind. Kann sein, dass wir besser nie hierher gekommen wären. Aber wir wollen daran glauben, dass es einen Weg zurück gibt. Ach ja, komm. Sie wollen eine zweite Chance? Eine Möglichkeit zurückzukommen? Okay. Tan wird das vielleicht nicht gefallen, aber er ist nicht hier. Werden Sie damit einverstanden sein? Werden Sie es uns versuchen lassen? Prodromos weist niemanden ab, der wirklich helfen will. Mir fehlen die Worte, Pathfinder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann machen Sie sich an die Arbeit. Über die Schmuggler Bericht erstatten. Okay, die haben also hier Scheiße geschmuggelt und können sich auch wegteleportieren. So, ich glaube, wir gehen jetzt mal zur Basis. Ich habe ja alles gemacht, was ich machen wollte. Viel mehr kann ich ja nicht machen. Den ganzen Mineralienquark, das können sie sich sonst wohin stecken. Wir porten uns mal hier zurück zur Tempest und dann können wir nochmal in Prodromos mit den Leuten quatschen. Zwei Sachen sind noch offen. Bericht erstatten über die Schmuggler und noch über den anderen Mist, den ich jetzt vergessen habe. Ja, ich bin vielleicht nicht mehr so ganz motiviert, weil ich ein bisschen geschockt bin, dass tatsächlich die Nebenaufgaben so unglaublich uninspiriert sind. Was ist das hier jetzt? Genau, die verschwundenen Vorräte. Genau, und die Daten zukommen lassen. Das war's. Ast rein geparkt. Muss reichen. Ist das hier drin? Anfrageinformation zu EOS. Nachdem Sie jetzt die Speerspitze des neuen Lebens der Initiative Helios sind, erbitte ich Daten zu EOS, Flora, Fauna, gefährliche Gebiete, einfach alles, was Ihrem Mann noch von Wurzeln sein kann. Addison, ich glaube. Das ist hier, glaube ich, drin, ne? Ist das oben oder unten? Pathfinder! Hier, genau. Wir haben die Vorräte an Gesetzlose verloren. Kleinigkeiten waren noch zu retten, aber insgesamt war es ein Desaster. Wir müssen vorsichtig sein. Ihre Empfehlung wurde vermerkt, Pathfinder. Keine Nachrichten. Okay, dann habe ich jetzt alles auf EOS gemacht, was es zu machen gab. Den anderen Shot lasse ich da jetzt einfach mal Shot sein. Dann gehen wir wieder zurück auf die Tempest. Mal gucken, ob es da jetzt irgendwas ergeben hat.
bleibt nur die große Frage, wo diese riesigen große, diese Reliktschlange hin ist. Die ist ja hoch aus dem Weltraum geflogen. Vielleicht treffen wir die irgendwann nochmal wieder. Jetzt geht's erstmal zur Tempest. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Ich muss sagen, der Dschungel von Hawal hat mir deutlich besser gefallen, was auch die Nebenaktivitäten angeht. Ryder. So, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder von Mass Effect Andromeda. Und dann geht es tatsächlich endlich mal wieder ein wenig erfrischend weiter, hoffe ich. Mal gucken, wo es dann als nächstes hingeht. Auf Eos bin ich jetzt fertig. Habe alles, glaube ich, auf 100%. Und jetzt werde ich, glaube ich, als nächstes noch ein bisschen mit der Crew quatschen. Mal gucken, wie es weitergeht. Also, bis dahin. Tschüss.